Im Leben und in Gedanken suchen wir stets nach einem sicheren Ort, an den wir immer zurückkehren können. Wir erschaffen diesen Ort im Geist und fühlen uns von ihm angezogen. Sie hatten ein Zuhause. Leslie sein. Ich muss zu ihm, bevor diese Dinger ihn erwischen. Es ist okay. Es ist jetzt sicher. Du kannst mich reinlassen. Sicher? Ist es jetzt sicher? Siehst du, Leslie, wir haben es fast geschafft. Nur noch ein kleines Stück. Scheiße, soll das ein Witz sein? Verdammt! Leslie, versteck dich und komm erst raus, wenn ich dich rufe. Ich habe früh angefangen. Ich habe mich auf den Friedhof geschlichen, die Statuen geklaut und sie versteckt. Die Leute sollten sie für verflucht halten. Aber jeden Morgen waren sie wieder an ihrem Platz. Als ich wusste, dass ich allein zurechtkomme, ging ich und schwor mir, nie zurückzukehren. Komm, die Kirche ist da vorne. Da sind wir etwas sicherer. Hilfe! Hilfe! Ah, verdammt! Gehen wir. Kriegen. Ist schon gut. Ich bin da. Keiner wird dich kriegen. Du musst bei mir bleiben. Das geht nicht anders. Er ist hier! Ruvik, was willst du von mir? Von dir? Ich sorge nur dafür, dass du deinen Job machst. Sie wollen sicher keine beschädigte Ware. Genau wie ich. Zurück! Er kommt mit mir! Oh, das hoffe ich. Du kennst die Folgen, falls du scheitern solltest. Deine Leute sind nicht die einzigen, die auf den Jungen zählen. Du brauchst ihn, um zu entkommen. Genau wie ich. Wir sind alle nur Spielfiguren. Entbehrliche Opfer. Sie haben mich getötet. Mich in Stücke gerissen und sich genommen, was sie brauchten. Ich werde vernichten, was sie kontrollieren wollen. Ruvik? Schluss! Lass ihn gehen! Er ist mein Gefäß. Ich kontrolliere ihn. Ich spüre einen Interessenkonflikt. Was genau war deine Mission? Glaubst du, ihre allsehenden Augen finden dich hier nicht? Sie haben dich beobachtet, Kid. Was tun Sie da, Kid? Sie sollen den Jungen zu uns bringen. Nein! Das geht nicht! Wenn ich Leslie raushole, kommt Ruvik mit! Wir wissen nicht, wie mächtig er ist! Das kann ich nicht zulassen! Sie gehören zu uns, aber sie sind nicht befugt, solche Entscheidungen zu treffen. Dieses Verhalten ist inakzeptabel. Sie werden uns den Mund. Laufen Sie ruhig weg, Kid. Sie können nicht entkommen. Wie jeden, der uns hintergeht, werden wir auch sie erwischen. Kommen Sie zurück, Kid. Erledigen Sie Ihren Job. Genug jetzt. Hören Sie auf, wegzurennen. Nein, nicht! Bleiben Sie weg von mir. Sie können nicht einfach machen, was Sie wollen. Sie werden uns gehorchen. Kommen Sie zurück. Sie werden uns den Jungen bringen. Sie alle an einem Ort zu haben, eröffnet uns Möglichkeiten. Ich kann Ihnen nicht trauen. Nicht so. Nein, Sie kommt mit uns. Ich bin verantwortlich für Sie. Hey, Sepp, wir müssen reden. Du verlierst langsam die Kontrolle. Mit der Maschine kann ich endlich zurück. Weitere Experimente sind möglich. Es gibt hier Dinge, die im Dunkeln bleiben sollen. Beacon. Ich hoffe nur, ich bin vor ihm dort. Etwas voreilig mit der Waffe, Kid. Was haben Sie jetzt vor? Das, was nötig ist.